Hallo und herzlich willkommen zu den Postillon Video News. Der Genuss von Alkohol während der Arbeit wird gemeinhin nicht gern gesehen. Ein Angestellter aus Hamburg hat sich deshalb nun einen ganz besonderen Trick ausgedacht, wie er Alkohol und Arbeit geschickt miteinander verbinden kann. Nur äußerst widerwillig und mit angeekelter Miene trinkt Versicherungskaufmann Jochen Zinser einen Schluck Weinbrand aus seinem Flachmann. Und das alles nur, weil sein Arbeitgeber den Genuss von Alkohol am Arbeitsplatz ausdrücklich verbietet. Ja, keine Ahnung, was die davon haben, wenn ich jetzt immer mein Gesicht verziehen muss, wenn ich ein Schlückchen trinke. Aber ich will auch keinen Stress mit der Geschäftsführung haben, weil ich meinen Alkohol genieße. Ja, und deshalb mache ich es jetzt halt so. Um die ungewöhnliche Auflage seines Arbeitgebers leichter erfüllen zu können, ist der 41-Jährige auf eine deutlich billigere Weinbrandmarke umgestiegen. Ja, das Zeug schmeckt nach einer Mischung aus Essig und Industriealkohol. Also da fällt es nur wirklich nicht so schwer, angewidert zu gucken. Naja, wie auch immer. Prost. Ja, ich meine, schon wieder ein Schlückchen. Wie ärgerlich. Igitt, das ist scheußlich. Experten schätzen, dass Jochen Zinser kein Einzelfall ist. Bereits während unseres Drehs sprach uns ein Kollege von ihm an, der die Szene beobachtet hatte und uns kurzerhand einen Schluck von seinem hochprozentigen Scheibenreiniger anbot. Darüber, wie viele Arbeitnehmer es deutschlandweit wirklich sind, die dem Beispiel von Jochen Zinser folgen, kann aber nur spekuliert werden. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Boah, das ist ekelhaft. Ungenießbar, das Zeug.